Shalom, Shalom. Herzlichste Grüße an die ganze ICF-Familie in Europa. Ich bin sehr dankbar, dass ich heute zu euch sprechen darf und vertraue, dass der Herr durch mich spricht und eure Herzen bewegt, dass ihr euch frei macht für den Traum, den Gott für euer Leben hat. Und der Titel, der mir gegeben wurde, war: Bei Gott gibt es kein zu spät. Und da muss ich leider sagen, mit dem Titel bin ich nicht zufrieden. Es gibt ein zu spät. Vor Jahren habe ich plötzlich gemerkt, dass ich jedes Mal, wenn ich auf einem Friedhof bin, in 10, 15, 20 Minuten depressiv werde. Und dann habe ich gesagt: Herr, warum werde ich hier depressiv auf dem Friedhof? Traurig, zum Heulen war mir. Dann hat er gesagt: Weil du das Potenzial spürst, das hier begraben wurde. Berufungen, die nie ausgelebt wurden. Gaben, die nie praktiziert wurden und nie zum Segen der Menschheit eingesetzt wurden. Und dann wurde mir bewusst, es gibt ein zu spät. Es gibt ein Versäumen des Traumes Gottes für dein Leben. Und ich habe schon als, ich glaube, 10-, 12-jähriges Kind gebetet, weil meine Kindheit nicht sehr glücklich war, konnte ich mir nicht vorstellen, dass das der einzige Sinn war meines Lebens. Und so habe ich gebetet: Vater im Himmel, ich glaube, du hast einen Traum für jedes Kind, das du in diese Welt schickst. Und ich bitte dich, dass du mich nicht sterben lässt, bevor ich diesen Traum, den du für mich hast, für mein Leben, erkenne und lebe. Und es waren viele Jahre, bis ich dorthin gekommen bin. Viele Jahre waren es nur Verheißungen. Und alle haben gedeutet, dass ich eine Mutter für die Nationen werde. Und das konnte man nie vorstellen, weil ich nie ein Kind geboren habe. Aber wisst ihr, Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Heute nennen mich ja Tausende von Kindern Mama Maria. Ich bin im ganzen Land bekannt als Mama Maria und habe nie ein Kind geboren. Aber im Herzen habe ich viele geboren. Ja? Und so bin ich so dankbar, dass ich heute weiß, ich lebe den Traum, den Gott für mich immer schon hatte. Und da möchte ich euch sagen, ich lade euch alle ein, kauft euch das Buch, Komm in deine Bestimmung. Gott hat dich als Original erschaffen, stirb nicht als Kopie. Wisst ihr, das habe ich geschrieben, nachdem Gott mir gesagt hat, ich soll jetzt was schreiben für Menschen, dass sie geweckt werden für das, für den Traum, den er für sie hat. Und dann hat er mir im Alten Testament gezeigt, welche Menschen er dort sehr verwendet hat. Das lese ich euch jetzt vor. Der Jakob war ein Manipulierer, der Petrus war ein Feigling, der David hatte eine Affäre, Noah hatte sich betrunken, Jona rannte weg von Gott, Mose stotterte und war impulsiv, Paulus war ein Mörder, Gideon war unsicher. Miriam war eine Schwätzerin, Martha machte sich um alles Sorgen. Thomas war ein Zweifler, Sarah war ungeduldig, Zachäus war klein, Abraham war alt und Lazarus war tot. Kannst du da deinen Namen hinzufügen? Gott hat kein besseres Material als uns, die wir voll und ganz durchbrechen müssen in unsere Verbindung mit Gott, bevor Gott durch uns wirken kann. Und dass wir ganz durchbrechen in diese Verbindung mit Gott, müssen wir zuerst an den Nullpunkt kommen. Dass wir wissen, wir sind es nicht, wir haben es nicht und wir können es nicht. In unserer eigenen Kraft, was im Reich Gottes zählt. Wir können viel machen, aber viel Blödsinn. Aber nichts, was im Reich Gottes zählt. Denn wenn man schmutzige Hände hat, wird jede Arbeit, die du machst, schmutzig. Und so habe ich erkannt, dass Gott beruft nicht die Begabten, er begabt die Berufenen. Und da möchte ich euch jetzt eine Geschichte vorlesen. Also ich glaube wirklich, dass wir in einer ganz neuen Dimension schon lange sein sollten, aber jetzt erst durchbrechen richtig, weil alle anderen Fundamente nicht mehr standhalten, die wir uns geschaffen haben. Und da ist die Schriftstelle dazu in 2. Korinther 3, 6. Er hat uns befähigt, Diener seines neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der nicht auf schriftlichen Gesetzen beruht, sondern auf dem Geist Gottes. Der alte Weg führt in den Tod,
aber auf dem neuen Weg schenkt der Heilige Geist Leben. Und dazu jetzt eine Geschichte. Ein Mann kam nach Hause und fand sein Haus überschwemmt. Sofort holte er einen Eimer und Tücher und fing an zu wischen. Er wischte und wischte und schwitzte und schwitzte. Er strengte sich unglaublich an, aber das Wasser schien kein Ende zu nehmen. Irgendwann kamen die Nachbarn und halfen ihm dabei. Doch es wurde nicht besser. Schließlich besuchte er Kurse, wo man lernte, geschickter zu wischen. Auch für Konferenzen gab er viel Geld aus, um eine Lösung für sein Problem zu finden. Und immer wieder schöpfte er Hoffnung, dass er mit der neuen Anstrengung die Sache endlich in den Griff bekommen würde. Aber es gelang ihm nicht. Er hatte die besten Absichten, war der Aufgabe völlig hingegeben, setzte alle seine Kräfte ein, strengte sich sehr an, überlegte sich ständig neue Methoden und freute sich über Teilerfolge. Aber alles endete immer wieder im Frust. Eines Tages, als er bereits total erschöpft und sehr müde war, er wünschte sich schon den Tod, kam ein Freund vorbei. Dem bekannte er, dass er nicht mehr könne und kapituliere. Daraufhin ging der Freund ins Haus und drehte den Wasserhahn ab. Ihr Lieben, der Wasserhahn in unserem Leben muss abgedreht werden. Und das ist unser Fleisch. Unsere Seele darf nicht das Sagen haben, sondern der Heilige Geist. Und unsere Seele muss erneuert werden durch das Wort Gottes. Unser Denken muss frei werden, dass wir so denken lernen, wie Gott denkt. Also das sind alte Strukturen, die wir austauschen müssen mit der Wahrheit, der Liebe Gottes. Dann unsere Gefühle sind oft noch so besetzt von vergangenen Erfahrungen, von Überlebensmustern, wo wir uns nicht auf Gott verlassen. Aber auch unser Wille. Unser Wille muss frei werden, nicht getötet werden, sondern frei werden vom Selbstwillen. Und wir müssen wollen, was Gott will. Dein Wille geschehe, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann, ihr Leben, hat Gott Raum gewonnen in unseren Herzen. Dann kann er durch unseren Geist, durch die Seele durchwirken und uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führen, von Kraft zu Kraft, von Wunder zu Wunder. Ich kann euch nur sagen, ich habe sehr viele Tode mitgemacht. Der Paulus sagt ja, ich sterbe täglich, ja? Ich habe sterben gelernt. Und zwar sterben mir selbst gegenüber. Aber dafür Leben zu bekommen durch den Heiligen Geist, der alles schon vorbereitet hat für uns, damit wir darin wandeln. Ja. Also diese ganze Geschichte da mit dem Wasser, das nie genug aufzuwischen war, könnte mein Leben sein. Ich habe Jesus schon mit 7 Jahren in mein Leben eingeladen. Und ich war immer überzeugt davon, dass ich Jesus angenommen hatte. Aber trotzdem glaubte ich, dass ich mich noch sehr anstrengen müsse, damit auch er mich annehmen könne. Und so begannen meine mühevollen Jahre. Einige meiner Denkmuster will ich euch jetzt sagen. Jedes gute Werk, das ich sah, war meine Verpflichtung. Ich besuchte Exerzitien und Einkehrtage, weil ich dachte, nur so Gott näher kommen zu können. Ich wollte ein guter Mensch werden. Ich wollte die Welt verbessern. Jede Not war mein Problem. Nein, war ein schmutziges Wort für mich, das Christen nicht gebrauchte. Ich musste geben, selbst wenn ich nichts mehr hatte. Der größte Blödsinn. Wenn man nichts mehr hat, kann man nichts mehr geben. Es ging vor allem darum, andere zu lieben, nicht mich selbst. Der Wille Gottes war immer schwer. Nicht zu sündigen war ein ständiger Kampf. Oft wollte ich am Morgen gar nicht aufstehen, weil ich solche Angst hatte, gleich wieder Fehler zu machen. Tun, 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 nicht tun, nicht tun, nicht tun, nicht tun, waren die treibenden Worte in meinem Herzen, die wie Peitschenhiebe auf mich wirkten. Doch dann deckte der Heilige Geist die Motive meines Herzens auf. Und ich erkannte, warum ich so getrieben war. Ich war voll von Selbstgerechtigkeit, wollte es jedem recht machen, Gott und den Menschen. Ich war voller Stolz und hatte Angst vor Ablehnung. Ich glaubte, dass es möglich sei, mit möglichst viel Anstrengung mein Herz zu verändern und mich so zu verhalten, dass Gott mit mir zufrieden wäre. Und dann kam
ein Karfreitag. Muss ich euch erzählen, ich war damals Kinderdorfmutter, konnte auch nicht Nein sagen, hatte 10 Kinder, darunter 3 Babys, war alleine mit 10 Kindern. Alles, waschen, bügeln, kochen, alles. Und dann habe ich mich so 3 Wochen vor Ostern an einem Morgen um 3 Uhr früh, war ich am Wohnzimmerboden, das Licht war, ich hatte noch die Kleider an, und dachte, wie komme ich auf den Boden? Und dann erkannte ich, mir gingen die Sicherungen durch, ich habe die Kontrolle verloren. Und das ist beim westlichen Menschen eines vom Schlimmsten, die Kontrolle zu verlieren. Ich bin aufgewacht, habe gedacht, muss ich mich noch mehr anstrengen. Und damals war ich noch sehr römisch-katholisch. Bin noch jeden Tag in die Morgenmesse gelaufen, um 6 Uhr früh. Damals kein Auto, es war ein steiler Berg, auch kein Fahrrad hätte geholfen. Und bin hinunter und dann wieder rauf, wie ich gekommen bin, habe ich dann die Arbeit angefangen. Und am Karfreitag passierte es mir wieder. Und wie ich zu mir komme, auf dem Teppich, wieder um 3 Uhr früh, schreie ich laut, ich streng mich ja so an, Herr, sagt er, ja, du bist sehr anstrengend. Ihr Lieben, das war der letzte tödliche Stoß in meine selbstgebastelte Erlösung. Ich hatte Jesus im Herzen, aber ich glaubte, ich muss mich jetzt sehr anstrengen, dass er bei mir bleibt. Ich habe noch nicht gewusst, dass er mein Leben sein will, sondern dass er nur da ist, dass es mir halt ein bisschen besser geht. Ja? Und ihr Lieben, wenn man sich die Heiligen des Alten Testamentes anschaut, diese Helden Gottes, dann ist es das gleiche Material wie du und ich. Ja? Und da möchte ich euch jetzt von Mose lesen, was ich in dem Buch geschrieben habe. Denn der Mose, aber auch der Abraham, waren für mich solche Beispiele, dass eben, also ich glaube, dass jeder Mensch geboren wird mit einer Berufung bereits im Mutterleib. Der Traum, den Gott für dich hat, der ist wunderbar und der geht weit über dein Vorstellungsvermögen hinaus. Wenn mir jemand prophezeit hätte, was Gott mit mir vorhat, ich glaube, ich wäre in den Busch nach Australien geflüchtet oder hätte den Kerl genannt, den schlechtesten Propheten, den ich je gesehen habe. So etwas kann Gott mit mir nicht machen. Ja, ja, nicht mit der alten Maria. Aber die neue Maria, die mit Jesus gekreuzigt ist und mit ihm auferstanden ist, die ist zu allem fähig, wozu Gott sie berufen hat. Und zu allem fähig, was Gott vorbereitet hat, damit ich darin wandle. Und da möchte ich euch jetzt das vorlesen von Mose. Der Mose hat einen Ruf, ein Führer eines Volkes zu sein. Aber er hat den Ruf mit der Not verwechselt und das passiert sehr oft. Gott möchte nicht, dass wir von der Not getrieben werden, sondern von seinem Willen. Und von menschlichem Mitleid bewegt und um seinen Brüdern zu helfen, erschlug er einen Ägypter. Das könnt ihr nachlesen im 2. Mose 2, 11 bis 15. Und dadurch wurde er für Gott und die Menschen zunächst unbrauchbar. Er war noch voll von sich selbst. So oft höre ich Menschen beten, mehr von dir, mehr von dir. Dann sage ich immer, Moment, gib Gott mehr von dir, dann hat er Platz. Denn er will dir mehr von ihm geben. Aber wenn du voll von dir selber bist, dann hat er keinen Platz, kann er nichts reingeben. Und ihr Lieben, ich glaube in unseren Zeiten das größte Problem ist, dass wir zu voll sind von uns selbst. Und da muss Gott enormen Druck ausüben, damit wir erkennen, ich bin's nicht, ich hab's nicht und ich kann's nicht. Damit wir in die Abhängigkeit von Gott kommen. Denn vollkommene Abhängigkeit von Gott nötig zu haben, ist die größte Reife eines Menschen. Ja, also er war zunächst unbrauchbar. Wisst ihr? Am nächsten Tag ging er wieder hinaus und haben zwei Hebräer einen Streit. Dann sagt der eine, willst du jetzt heute mit uns das Gleiche machen, wie das, was du gestern gemacht hast? Er war entsetzt, dass das publik wurde. Und er ist dann in die Wüste geflohen. Also Gott hat ihn in die Wüste gezogen. Und Abraham fühlte sich dem Willen verpflichtet, als es um seine Nachkommenschaft ging, nicht aber Gott selbst gegenüber, von dem Willen, von dem der Wille kam. In seinem blinden Eifer versuchte er, Gottes Handeln durch menschliches Handeln zu erzwingen. Letztlich musste Abraham einen hohen Preis dafür bezahlen.
dass er Hagar, die Magd Sarahs, zu sich nahm. Ismael, der Vater der Araber, wurde geboren. Noch heute hat Israel die Ernte dieses Samens des Fleisches zu ertragen. Ismael war das Nebenprodukt einer falsch verstandenen Hingabe. Er war die vernünftige Alternative des Teufels zum Glauben. Und Gott hat kein Interesse an vernünftigen Alternativen, ihr Lieben. Er sucht Menschen, die auf ihn hören und gehorchen. Und das, als er dann 15 Jahre später Isaac, als dann 15 Jahre später Isaac geboren wurde, der Sohn der Verheißung, wurde er von Ismael verspottet. Und er hat ihn seither immer verspottet. Einst wurde Isaac, der Sohn der Verheißung von Ismael, dem Sohn der Sklavin, verfolgt. So ist es auch heute noch, in Galater 4,29. Wir müssen lernen, dass der Sohn der Sklavin nicht mit dem Sohn der Freien leben kann. Gott braucht unsere Mithilfe nicht, um seine Pläne zu erfüllen. Er braucht nur unseren Glauben und unser ausschließliches Vertrauen zu ihm. Dann kümmert er sich um den Rest. Da möchte ich jetzt euch vorlesen aus 1. Mose 17, 15 bis 19. Und Gott fügte hinzu, was Sarai, deine Frau, betrifft. Du sollst sie nicht länger Sarai nennen. Von jetzt an soll sie Sarah heißen. Und ich will sie segnen und ihr auch durch sie einen Sohn schenken. Ja, ich will sie überreich segnen und sie zur Mutter vieler Völker machen. Sogar Könige werden unter ihren Nachkommen sein. Abraham warf sich vor Gott auf sein Gesicht, doch insgeheim lachte er. Wie kann ich mit 100 Jahren Vater werden? Fragte er sich. Und Sarah ist 90 Jahre alt. Wie kann sie da noch ein Kind bekommen? Und er sagte zu Gott, ja, aber lass Ismael vor dir leben. Gott aber entgegnete ihm, Sarah, deine Frau, wird einen Sohn bekommen. Den sollst du Isaac nennen. Und ich will meinen ewigen Bund mit ihm und seinen Nachkommen bestätigen. Das könnt ihr lesen im 1. Mose 17, 15 bis 19. Als Isaac dann geboren und Abraham gereift war, stellte Gott Abrahams Glauben und sein Vertrauen noch einmal auf die Probe. Er befahl ihm, Isaac, den einzigen Sohn, zu opfern. Und das lesen wir im 1. Mose 22, 1 bis 2. Abraham, rief Gott, hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn Isaac, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaac als Brandopfer für mich opfern sollst. Wisst ihr, oft habe ich gehört, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Ihr Lieben, ich erlebe Gott anders. Ich erlebe ihn beinhart, knallhart. Wen, was bedeutet dir mehr als deine Beziehung zu mir? Und ihr Lieben, das war jetzt die größte Probe des Abrahams. So viele Jahre hat er auf diesen verheißenen Sohn gewartet. Alle seine Verheißungen waren mit diesem Kind verknüpft. Und jetzt möchte Gott, dass er ihn opfert. Abraham hätte sagen können, aber ich habe zwei Söhne. Was ist mit Ismael? Isaac ist nicht mein einziger Sohn. Dann hätte Gott wahrscheinlich geantwortet, in meinen Augen ist nur Isaac dein Sohn. Ismael erkenne ich nicht an, er hätte nie geboren werden dürfen. Auf Gottes Befehl hin nahm Abraham also den Isaac. Er verpflichtete sich nun Gott. Und bestimmt dachte er bei sich, Gott, du hast mir Isaac verheißen. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie du das zustande bringen wolltest, weil Sarah und ich schon zu alt waren. In meinem Unglauben und in meiner Dummheit habe ich deshalb Ismael gezeugt. Ich hatte mich deinem Willen verpflichtet und nicht dir selbst. Ich meinte, ich wäre für die Erfüllung deines Willens zuständig und nicht du. Und jetzt befiehlst du mir, diesen Sohn der Verheißung zu töten, durch den du mir zugesagt hast, dass du alle Familien auf Erden segnen wirst. Oh Gott, wenn ich ihn töte, dann verstehe ich nicht, wie du das noch zustande bringen kannst. Aber jetzt bin ich einzig und allein dir verpflichtet. Ihr Lieben, wir sind nie jemand anderen verpflichtet, außer Gott selbst. Nicht der Not, nicht den Menschen, auch nicht den Regierungen. Gott ist unsere höchste Instanz.
Aber jetzt bin ich einzig und allein dir verpflichtet, und zwar für all das, wofür du dich in mir verpflichtet hast. Und Gott sagte zu Abraham: Danke, Abraham, das ist alles, was ich wissen wollte. Jetzt lege deine Hand nicht an den Knaben. Und das lesen wir jetzt im Hebräerbrief 11, 17 bis 19. Durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, und als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, obwohl Gott ihm versprochen hatte: Nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben wieder erwecken konnte, wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. Wisst ihr, Abraham hat das Geheimnis wahrer Hingabe entdeckt. So geschah genau das, was die Schrift sagte. Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn für gerecht. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Und erst nachdem er bereit war, das Allerliebste, das Allerwichtigste in seinem Leben zu opfern, wurde er Freund Gottes genannt. Ich möchte gern als Freundin Gottes in die Ewigkeit eingehen. Und das ist gelebte, echte Hingabe. Das ist gelebte Gottähnlichkeit, verstoffwechselte Wahrheit. Du übergibst alles, was du bist, nämlich nichts, an das, was er ist, nämlich alles. Und du kannst absolut zuversichtlich sein, dass er, der in dir wohnt, im höchsten Maße für alles ausreichend ist, wozu er sich in dir verpflichtet hat. Genauso wie es der Vater war, der in Jesus wohnte. Bist du bereit, das den Maßstab deiner Hingabe an Jesus sein zu lassen? Wisst ihr, Gott will nicht deine guten Werke, er will dich. Er will dein Innerstes, er will dein tiefstes Vertrauen, deinen Glauben, der einzig und alleine auf ihm basiert. Dann muss dich keiner mehr fragen, ob du bereit bist, aufs Missionsfeld zu gehen, dein Bankkonto, deine Zeit oder deine Wohnung Gott zur Verfügung zu stellen. Dann wirst du sagen: Wenn sich Jesus Christus in mir verpflichtet hat, aufs Missionsfeld zu gehen, dann habe ich mich ihm dafür schon zur Verfügung gestellt. Ihr Lieben, was Gott braucht, ist Menschen, die sich ihm bedingungslos zur Verfügung stellen. Und da muss ich euch leider sagen, dass Gottes Wege für uns oft logisch keinen Sinn machen. Ich werde euch dann ein paar Beispiele erzählen. Aber für die Männer ist das der Thron das größte Hindernis. Für die Frauen ist das Herz das größte Hindernis. Weil sie da lieber selber durchgehen würden, als andere durchgehen sehen. Also, ihr Lieben, es geht darum, dass wir uns Christus zur Verfügung stellen. Und da frage ich jeden Tag in der Früh: Herr, was hast du vorbereitet mit uns? Und lass mich da mit dir darin wandeln. Denn Jesus hat das Gleiche gemacht. Er hat immer nur geschaut, was hat der Vater im Himmel vorbereitet, was will er sagen heute, und das hat er gesprochen. Ich könnte jeden Tag Geschichten erzählen von dem Wirken Gottes, wie er schon alles vorbereitet hat. Er braucht nur Menschen, die ihm zur Verfügung stehen. Also zur Ehre Gottes kann ich sagen, er hat mich weit über alle Vorstellungsvermögen von mir und von anderen in Afrika gesegnet. Ich bin jetzt fast 25 Jahre in Afrika. Die ersten 5 Jahre war ich immer nur predigen überall, also bin ich immer wieder zurück und hin und her geflogen. Aber jetzt 20 Jahre bin ich hier. Ich bin inzwischen auch ugandische Staatsbürgerin geworden. Ich liebe diesen Kontinent, ich liebe die Menschen. Und Gott hat mir die Gnade geschenkt, wirklich zu Millionen Menschen zu predigen in Afrika, ganz viele zu Jesus zu bringen und jetzt das Missionswerk Vision für Afrika aufzubauen. Wir haben über 1000 Mitarbeiter schon, 5 Headquarters, wir haben ganz viele Schulen gebaut, Krankenhäuser, Kindergärten, Waisenhäuser, was sagt man da? Also Restaurants, Hotels und riesige Landwirtschaft, riesige Viehzucht.
der Herdes, große Blindenschule, Krankenhäuser. Und jetzt fügt der Herr noch hinzu eine Arbeit für Top-Talente, also die höchsten Talente, die größten Talente in Musik, in Sport und in Kunst, für die ärmsten Straßenkinder von ganz Afrika zu bauen. Es wird, wenn sie fertig ist, eine Schule, Top Talent Academy für 1500 Kinder, 1300 Kinder. Wir haben schon das Land, das wird jetzt gerodet, wird in den nächsten Wochen eingezäunt und wir fangen klein an. Es fängt alles klein an. Aber wir haben schon den großen Plan. Und ich habe 42 Leiter. Und es ist ein Wunder ohne Ende, ihr Lieben. Jetzt wollen wir gerade in diesem Jahr und im nächsten Jahr wollen wir 3 Millionen Bäume pflanzen. Überall, wo wir riesige Wälder pflanzen, verändert sich das Klima. Und Regen kommt. Ja, also ihr müsst kommen und euch überzeugen, dass ich euch die Wahrheit sage. Ja? Aber ihr Lieben, wir sind alles Berufene. Glaub mir, Gott hat eine Berufung für dich. Und die zu entdecken, ist das Geheimnis eines erfüllten Lebens. Ein großer Erweckungsprediger hat einmal gesagt, gib mir 5 Frauen oder Männer, die Gott mehr lieben als alles andere und die Sünde mehr hassen als alles andere. Und ich werde mit ihnen die Welt verändern. Gott sucht keine Universitätsabschlüsse, er sucht keine finanziellen Rückkehr, er zahlt alles, was er anschafft. Er sucht Menschen, die ihm zur Verfügung stehen. Im Epheserbrief 1, 18, 20a lesen wir, ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Macht ist, seine, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat. Also, wir sind, als Christen sind wir Berufene, Gesandte in die Welt. Wir haben einen Auftrag, Stellvertreter Gottes zu sein auf Erden. Wir haben einen Auftrag, Repräsentanten Gottes zu sein, Botschafter Gottes zu sein, ein Liebesbrief Gottes zu sein, ein Aushängeschild für das Reich Gottes. Und zwar geht unsere Berufung weit über unser persönliches Wohlergehen hinaus. In 2. Petrus 1,10 lesen wir, deshalb, liebe Freunde, bemüht euch zu zeigen, dass Gott euch berufen und erwählt hat. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals stolpern oder von Gott abfallen. Und in Johannes 15,16 heißt es, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer ihr in meinem Namen bittet. Wir sind hier auf Erden mit einer hohen Berufung. Und wisst ihr, als Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, und er dann in die Hölle gefahren ist und dem Feind alle Rechte abgenommen hat, die er durch Hochverrat von Adam und Eva bekommen hat. Und er hat für alle Sünde bezahlt. Also die Sünde sollte der Tod, hat der Tod kein Anrecht mehr an ihm gehabt. Und er ist aus eigener Kraft wieder auferstanden aus der Hölle. Das muss man sich vorstellen. Nichts konnte ihn mehr halten in der Gegenwart des Feindes. Und so sollen wir uns sehen. Wir sind Herausgekaufte aus der Finsternis. Wir sind Erlöste. Unser Leben ist das Leben Jesu Christi, der alles bereits überwunden hat. Wir haben eine hohe Berufung. Und Jesus kam dann und hat 40 Tage Reich Gottes gepredigt. Und ihr Lieben, ich glaube, das Reich Gottes hat begonnen mit seiner Auferstehung. Und hat jetzt 2000 Jahre schon auf Erden gewartet, dass wir es verbreiten. Und da möchte ich euch sagen, ich habe da ein gutes Buch, Die wunderbare Freundschaft mit Pastor Daniel Exler und seiner Familie und der Gemeinde, habe ich dort das Buch entdeckt, 40 Tage Reich Gottes,
das schon vor über 10 Jahren geschrieben wurde von dieser Gemeinde mit Botschaften von verschiedenen Mitgliedern der Gemeinde. Und ich lese das Buch und sage, das Buch ist für heute. Und dann sagt mir Pastor Daniel, ich habe schon geglaubt, ich habe von Gott nicht richtig gehört, dass ich das Buch schreiben soll. Ich habe gesagt, du warst nur der Zeit voraus. Jetzt ist der Tag, wo wir lernen müssen, Reich Gottes Denken zu bekommen. Nicht mehr irdisches Denken, weltliches Denken. Wisst ihr, wir haben, ja, Jesus hat uns 40 Tage Reich Gottes gepredigt. Und da habt ihr in dem Buch, das kann man übrigens bei Amazon, glaube ich, bestellen, auf Deutsch, 40 Tage Reich Gottes. Ich habe es jetzt auf Englisch übersetzen lassen. Das wäre die englische Aufgabe. 40 Days Kingdom of God. 40 Messages about Kingdom Principles. Wisst ihr, die Prinzipien der Welt sind ganz anders wie die Prinzipien des Reiches Gottes. Wenn ich euch nur da ein paar vorlesen darf. Kühnheit in der Erwartung der Vollendung des Reiches Gottes. Wahre Größe im Reich Gottes. Das Gleichnis vom Seemann. Jeder dringt mit Gewalt hinein. Die Gleichnisse vom Feuerteig. Dann natürlich die Nummer 1 Schriftstelle, die ich sehr liebe, Matthäus 6,33. Suchet zuerst mein Reich und meine Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Ich erlebe das, ihr Lieben. Ich muss nur immer wieder schauen, dass ich auf der schmalen Spur bleibe. Was hat Gott geplant? Was ist sein nächster Schritt? Dann kann ich ihm vertrauen, dass er alles dazu gibt. Denn was God's will is his will. Er bezahlt alles und ich kann ohne ihn nichts. Also ich brauche die gleiche Gnade für 1 Euro, wie ich brauche für 1 Million Euro. Also für mich haben Geldsorgen aufgehört. Der Herr sagt, bittet und ihr werdet empfangen. Dann binden und lösen auf Erden, Heilung. Dann, dass wir den Tod nicht schmecken werden. Dann das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Übrigens, Jesus kommt, um eine Braut für sich zu holen. Gehörst du zu der Braut? Bist du eine Jungfrau oder bist du eine Hure? Die Hure gibt etwas, um etwas zu bekommen. Die Braut gibt alles, weil sie schon bekommen hat. Das ist der Unterschied. Dann das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, dass das Reich Gottes nahe ist, Vergebung. Dann danach zu streben, Gott kennenzulernen. Dann das Reich Gottes ist Kraft, es ist mitten unter uns. Das Alte zurücklassen und dann die anvertrauten Talente und so weiter. Ihr Lieben, könnt euch das Buch kaufen, ich rate es euch sehr. 40 Tage Reich Gottes und dann studiert diese Prinzipien. Denn wir kommen jetzt in eine total neue Dimension. Der Herr Jesus hat 40 Tage Reich Gottes gepredigt. Und dann haben sie geglaubt, jetzt wird er mit ihnen weiterleben. Aha, und dann fährt er auf in den Himmel nach 40 Tagen. Alle waren schockiert, dass er sie jetzt alleine lässt. Die Engel haben gesagt, genauso wie er jetzt in den Himmel gefahren ist, wird er zurückkommen. Und wir warten auf das Zurückkommen. Und ich glaube, dass wir die Generation sein könnten, die ihn erlebt, dass er kommt und uns holt. Fast jeden Tag sage ich, Herr, heute bist du bereit, uns zu holen? Am Abend sage ich, okay, wir geben dir eine weitere Chance. Und dann hat er uns den Heiligen Geist gesandt. War derselbe Geist, der in Jesus gelebt hat. Und dann hätten wir so in 2000 Jahre Reich Gottes bauen. Was haben wir gemacht? Wir haben brav gebetet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Sind raus und haben gelebt. Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns 4. Passen die 2 zusammen? Nein. Wir waren zwar aus der Welt heraus, aber die Welt war aus uns nicht heraus. Es ging in den Kirchen genauso um Geld, um Macht, um gleich viel Scheidungen mit draußen, Abtreibungen. Ihr Lieben, wo ist der Unterschied? Nur etwas religiös getarnt. Und da, glaube ich, kommt jetzt ein Schlussstrich hinein. Denn Gott ruft jetzt die Gemeinde Jesu zusammen, den Leib Christi, wo Jesus das Zentrum ist und sogar das Haupt. Und das Haupt werden die messianischen Juden sein, ihr Lieben. Wir haben so eine Gnade in dieser Vision für Afrika. Ich wollte ja immer mit messianischen Juden arbeiten. Und jetzt in dieser nächsten Woche kommt eine Familie messianischer Juden zu uns, die schon 17 Jahre in Afrika dienen. Und zwar eine ganz aus
also eine wunderbare Jüngerschaftsschule, ein Trainieren haben, ein Training haben. Und wir wollen das ganze Werk durchtrainieren in Jüngerschaft, was es heißt, ein Jünger Jesu zu werden und zu sein und zu bleiben. Und wisst ihr, Jünger, ein Merkmal, die werden immer jünger. Ja, und wir haben uns ab 2000 Jahre haben wir versäumt, Reich Gottes zu bauen. Wir haben mit den weltlichen Prinzipien Reich Gottes gebaut. Das passt nicht. Das passt nicht. Die Prinzipien müssen im Reich Gottes, mit dem Reich Gottes übereinstimmen. Wir waren genauso wie die Israeliten, die heraus sind aus Ägypten, durchs Rote Meer getauft waren sie. Und dann sind sie 40 Jahre in der Wüste herumgelaufen. Sie waren heraus aus der Sklaverei. Aber die Sklaverei war aus innen noch nicht heraus. Und so haben sie 40 Jahre sind sie im Kreis gelaufen, haben sich immer an den gleichen Steinen gestoßen, gemeckert, gemurrt, geknurrt, gegen Autorität rebelliert. Und es war eines der erschütterndsten Erkenntnisse, die ich hatte in der Bibel, dass von den Hunderttausenden, die aus Ägypten ausgezogen sind, letztendlich nur zwei in das verheißene Land gezogen sind, Joshua und Kaleb. Nicht einmal ihr Führer, Mose, konnte ins verheißene Land, er konnte nur hineinschauen. Und ich sehe mehr oder weniger die ganze Christenheit im selben Stadium. Ich spüre, wir stehen jetzt alle am Jordan. Der Jordan ist die Grenze zwischen Wüste und verheißenem Land. Und der Jordan steht für die Mitkreuzigung mit Jesus Christus. Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt lebe in diesem Fleisch, das lebe ich aus dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich für mich hingegeben hat. Ihr Lieben, es geht nicht mehr um ich, mich, meiner, mir, Herr segne doch uns vier, sondern Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und da möchten die Menschen den Herrn Jesus Christus in dir spüren und schmecken. Und da geht es um den richtigen Charakter. Wisst ihr, Gott hat für jeden von uns eine Berufung. Jeden eine wunderbare Berufung, die weit über dein Vorstellungsvermögen hinausgeht. Aber er braucht dazu den richtigen Charakter. Und in der Vorbereitungszeit oder in der Zubereitungszeit hat Gott zwei Geschwindigkeitsstufen, langsam und sehr langsam. Und da, ihr Lieben, sind wir alle, wir sind lebenslänglich in der Hochschule des Heiligen Geistes, in der Universität des Heiligen Geistes. Da gibt es kein Durchfallen, nur Wiederholen. Und die meisten wiederholen zu viel und zu oft. Und wenn Gott dann in dir einen Charakter formen konnte, der mit deiner Berufung übereinstimmt, des Vertrauens, des tiefsten Glaubens, dann, ihr Lieben, sind wir auf dem Highway of Holiness, auf der Autobahn der Herrlichkeit und Heiligkeit. Und dann sagen wir, bitte langsam. Da wird es dann jedem von uns zu schnell. Und da möchte ich euch einfach raten, dass ihr frei seid von diesem Denken, du bist zu dumm, der Herr will deine Weisheit sein. Du bist zu alt, ja, ihr Lieben. Der Herr Jesus in dir wird nie älter wie 33, er ist dein Leben. Ich weiß zu wenig Schriftstellen, du brauchst nicht Schriftstellen können. Du musst nur den Heiligen Geist vertrauen und mit ihm gehen. Ja, und in Philipper 3,13b und 14 heißt es, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt, versuche ich das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Jesus Christus bestimmt hat. Amen. Und im Epheser 4,1 und 2a, als ein Gefangener für den Herrn, schreibt der Paulus, fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander. Ja. Ach. Es gibt so viele wunderbare Schriftstellen. Ich habe entdeckt in diesen ziemlich vielen Jahren auf dieser Welt,
dass wir Berufene des Königs aller Könige sind, nicht einer Konfession oder Denomination. Und es gibt drei Gruppen von Menschen. Menschen, die Dinge geschehen machen, Menschen, die beobachten, was geschieht, und Menschen, die sich wundern, was geschieht. Und da kannst du selber entscheiden, zu welcher Gruppe du gehörst. Ja, er sagt, ich lege vor dich Leben und Tod, du kannst dich entscheiden, was du willst. Aber er braucht dich. Er will dich. Und ich habe den Herrn einmal gefragt, wie kannst du, das dürfte jetzt nicht sein, so alte Schachtel wählen, um sowas aufzubauen hier. Wir sind das größte Werk in Uganda. Wir haben jetzt über 16.000 Kinder aufgenommen und die dürfen zur Schule gehen, bis sie auf eigenen Beinen stehen können. Ich fördere sehr das Handwerk, aber auch viele gehen zur Universität. Und dann habe ich gesagt, Herr, wie kannst du so jemanden wählen wie mich? Ich hätte mich nie gewählt. Sagt er, weil du mir nicht im Wege stehst. Dann habe ich gesagt, aha, da bin ich jetzt dumm dazu, ja? Und dann habe ich ein großes Lächeln gesehen. Ihr Lieben, zum Beispiel zeigt Gott mir jedes Gebäude in einer Vision. Es sind schon über 300 große Gebäude entstanden, Krankenhäuser, Schulen, Restaurants. Und jedes Gebäude hat Gott mir in einer Vision gegeben. Dann tue ich das ganz stümperhaft aufzeichnen auf einem Zettel, aber ich habe einen Architekten, der meine Gedanken schon lesen kann, und wenn ich ihn anrufe, sagt er, Mama, hast du wieder Audienz gehabt? Sage ich, ja. Und du musst die Audienz jetzt interpretieren. Und meine Mitarbeiter waren lange überzeugt, ich habe Architektur studiert. Sage ich, nein, ich habe keine Stunde Architektur studiert. Aber der größte, der schöpferischste Architekt dieser Welt wohnt in mir. Da kann man doch die paar Häufchen zeigen. Dann sind sie wieder still. Ja. Und Jesus sagt immer wieder, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Ihr Lieben, großartige Männer und Frauen Gottes werden nicht geboren, sie werden durch das Leben geformt. Und wenn wir die Helden der Bibel betrachten, dann wird uns schnell klar, dass die meisten einen ganz normalen Hintergrund hatten, aus normalen, einfachen Familien kamen und in einfachen Berufen arbeiteten. Ja, Jesus war Zimmerer. Die meisten seiner Apostel waren Fischer. Und auch sonst, wisst ihr, der König David, war ein Hirtenjunge. Die Esther war ein Waisenkind. Ja, möchte ich nur kurz auf Jesus hinweisen, ja, den Erlöser dieser Welt, ihr Lieben. Jesus selbst wurde in einem Stall geboren. Wer von euch wurde in einem Stall geboren? Der König aller Könige. Er war Flüchtling in Ägypten. Er lernte den Beruf seines Vaters, der Zimmermann war. Wenn du ein großer Mann oder eine große Frau Gottes werden möchtest, sei bereit, jede Art von Arbeit zu tun, wie bescheiden sie auch sein möge, solange du ethisch, moralisch keine Kompromisse eingehen musst. Große Männer und Frauen sind außerdem ihre eigenen Wachhunde. Sie üben sich in Selbstkontrolle und Selbstdisziplin in allen Bereichen ihres Lebens. Deshalb benötigen sie keine Einmischung, keine Kontrolle von außen, wobei sie gleichzeitig den weisen Rat anderer suchen, wie wir gleich noch sehen werden hier. Eines der besten Beispiele aus der Bibel für einen Menschen mit einem hohen persönlichen moralischen Maßstab ist Josef. Ihr Lieben, studiert einmal das Leben von Moses. Er war ein junger Träumer, der von seinen Brüdern gehasst wurde. Aber in schwierigen Situationen war er ein Mann voller Glauben und widerstand moralischen Versuchungen. Sein Herz blieb unberührt von plötzlichen Erfolgen in seinem Leben. Er zeigte brüderliche Liebe, er war denen gegenüber freundlich, die ihn stark verletzt hatten. Lest diese Geschichte. Also ich sage euch, der Josef ist für mich ein Beispiel ohne Ende. Und wisst ihr, Gott hat für jeden von uns, möchte er sich verherrlichen.
Er ist der Vater. Und auch Jesus hat gesagt, er möchte, dass wir größere Dinge tun, als er getan hat. Wisst ihr zum Beispiel, dass ich euch jetzt in Europa predigen darf und ich sitze gemütlich bei herrlichem Wetter in Uganda. Das konnte Jesus noch nicht machen, ja? Nur um ein kleines Beispiel zu geben. Aber jetzt möchte ich euch noch ein paar Gedanken geben, was uns zu großen Männern und Frauen macht. Zu Menschen, die Gott begabt und beruft. Erstens einmal, wir brauchen nicht großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Nur ein paar Gramm Gehorsam sind mehr wert als Tonnen von Gebeten. Gehorsam ist das Nummer eins. Wenn wir Gott beweisen wollen, dass wir ihn lieben, dann gehorchen wir seinen Anweisungen. Und wenn wir diesen Anweisungen gehorchen, dann wird er tun, was er verheißen hat. Wir selbst bestimmen den Segen, den er in unser Leben ausschütten möchte. Wir sind dazu das Plus oder das Minus. Wenn wir nicht gehorchen, ernten wir eben etwas anderes als Segen. Die Wege der Menschen führen zu einem hoffnungslosen Ende. Die Wege Gottes führen zu einer endlosen Hoffnung. Wer vor Gott kniet, kann vor jedermann stehen. Wenn du betest, gib Gott keine Anweisungen, sondern melde dich bereit zum Dienst. Stell dich ihm zur Verfügung. Herr, hier bin ich. Mach mit mir, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Kannst mich auch auf null reduzieren. Aber verherrliche deinen Namen, setz mich zum Segen für die Menschen und schenk mir Freude, die die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Okay, wir werden nie die Botschaft Gottes verändern. Die Botschaft Gottes verändert uns. Trainiere täglich, gehe mit Gott. Und nichts kann die Wahrheit so zerstören, als wenn wir sie strecken. Sorgen machen ist die Dunkelkammer, in der Negative entstehen. Gib Gott, was richtig ist und nicht, was übrig bleibt. Gott sucht Menschen, die ihn mehr lieben als alles andere und die Sünde mehr hassen als alles andere. Mit solchen Menschen kann Gott die Welt verändern. Wir müssen die Veränderung sein, die wir in der Welt sehen wollen. Ja, jetzt habe ich euch hoffentlich etwas geschmackhaft gemacht, was es heißt, wirklich ein Jünger Jesu zu werden. Und ich rate euch, kauft euch das Buch, Komm in deine Bestimmung. Und du wirst sehen, wie das dein Leben verändern wird. Denn Gott hat dich als Original erschaffen und er möchte nicht, dass du als Kopie stirbst. Amen. Ja, es gibt da, also ich habe ganz viele, ich sage euch noch die Kapitel, die da drinnen sind. Aber dieses Buch wird dich freisetzen. Das nächste ist nämlich, dass Gott dich zerbrechen wird in allem, was nicht mit seinem Charakter übereinstimmt. Er wird dich freimachen von Begrenzungen, vom ständig schlechten Gewissen, von Täuschung und Lüge, von falschen Erwartungen, von Idealismus und Besserwisserei, von der Vergangenheit, vom Aufschieben in die Zukunft, von Sorgen, von Angst, von Menschenfurcht und von dir selbst. Und er wird dich dann in das weite Land seiner Bestimmung führen. Du wirst glauben lernen den Verheißungen Gottes und du wirst es lernen, in Gott zu bleiben. Du wirst es lernen, in deiner Leidenschaft zu leben, großzügig und freudig zu geben. Und du wirst Gott vertrauen, dass er dein Gebiet erweitert. Du wirst dem Vater vertrauen, mehr als allem anderen. Und du wirst lernen, in den Werken zu wandeln, die Gott vorher vorbereitet hat. Du wirst wachsen, wo immer du bist. Und ich garantiere euch, Krisen sind dazu da, um uns freizusetzen, um uns wachsen zu lassen. Wir lernen, als Königskind zu leben, mit einer neuen Ausstrahlung. Wir lernen zu leben als Jünger, als Nachfolger Jesu Christi. Wisst ihr, viele Menschen sagen, folge mir nach, ja? Nein, wir sollen Jesus nachfolgen. Wir werden lernen, Gott zu respektieren, auf ihn zu warten. Wir werden lernen, unsere Zunge zum Segen für uns selbst und unsere Mitmenschen zu gebrauchen. Wir werden uns auf das kostbare Blut Jesu verlassen und wir werden dankbar und positiv. Und dann kommen noch ein paar andere gute Hinweise.
Vielleicht kann ich euch noch eine Geschichte vorlesen. Ja. Ein großer König hatte einen treuen Diener. Dieser war von der Güte Gottes völlig überzeugt, ganz gleich, was geschah. Und immer wieder sagte er zu seinem Herrn: Mein König, sei nicht entmutigt, denn alles, was Gott tut, ist perfekt, er macht nie einen Fehler. Eines Tages gingen sie auf die Jagd und ein wildes Tier griff den König an. Dem Diener gelang es, das wilde Tier zu töten, aber er konnte nicht verhindern, dass der König dabei einen Finger verlor. Zornig und ohne die geringste Dankbarkeit, dass der Diener ihm das Leben gerettet hatte, schrie der König: Ist Gott gut? Wenn er gut wäre, dann hätte er verhindert, dass mich das wilde Tier angreift und vor allem hätte er verhindert, dass ich einen Finger verliere. Der Diener antwortete: Mein König, trotz all dieser Geschehnisse kann ich immer nur wieder sagen, dass Gott gut ist und er weiß, warum er etwas zulässt. Gott ist perfekt und er macht nie einen Fehler. Überschäumend vor Zorn über diese Antwort ließ der König den Diener ins Gefängnis werfen. Einige Zeit später ging der König wieder jagen und geriet in eine Horde von Menschenfressern, die ein Opfer suchten. Als er schon auf dem Altar angebunden lag, um geopfert zu werden, entdeckten sie, dass ihm ein Finger fehlte. Sofort lösten sie die Stricke und der König wurde freigelassen. Das Opfer musste ohne Makel und Tadel sein. Nach seiner Rückkehr ließ der König den Diener aus dem Gefängnis holen und empfing ihn mit viel Wärme und Dankbarkeit. Mein Lieber, Gott war wirklich gut zu mir auf dieser Jagd. Sie wollten mich gerade töten, als sie entdeckten, dass mir ein Finger fehlt. Da ließen sie mich wieder frei. Aber jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn Gott so gut ist, warum hat er dann erlaubt, dass ich dich ins Gefängnis gesteckt habe? Mein lieber König, wenn ich mit dir auf dieser Jagd gewesen wäre, dann hätten sie mich an deiner Stelle geopfert, denn mir fehlt kein Finger. Darum will ich nochmals betonen, Gott ist immer gut. Er weiß, was er tut und macht nie einen Fehler. Gott macht keinen Fehler. Er kann auch aus Mist noch Dünger machen. Wenn du bisher Mist gebaut hast, gib den Mist in die Hände Gottes und er wird daraus Dünger machen. Er kann aus Scherben Mosaike machen. Aber warte nicht zu lange, denn es gibt auch ein zu spät. Und da möchte ich, dass keiner von euch diese Enttäuschung im Himmel erkennen muss. Gott hat große Pläne mit dir, um sein Reich auf dieser Welt zu bauen, um seine Gegenwart spürbar zu machen, dort, wo du bist. Er hat halt nur solche Menschen wie du und ich, durch die er arbeiten kann. Stell dich ihm zur Verfügung. Du wirst staunen, wozu er in den Schwachen mächtig ist. Ich bin das beste Beispiel dafür. Der Herr segne dich und erfülle dich mit einer Sehnsucht nach mehr jeden Tag. Denn das Beste liegt noch vor dir. Shalom, Shalom.